Leckeres aus dem Backofen gehört für viele Menschen zu einem gelungenen Menü dazu. Ob Brathähnchen, Gratin oder der Kuchen zum Dessert, werden Backöfen und Herdplatten oft und gerne genutzt, macht sich das beim Energieverbrauch bemerkbar. Rund 11% des jährlichen Gesamtstromverbrauchs eines durchschnittlichen 3-Personen-Haushalts entfallen auf Backen und Kochen. Und da ein Herd mit Backofen in 93% aller deutschen Haushalte zu finden ist, können fast alle durch folgende Tipps ihren eigenen Energieverbrauch senken und den eigenen Geldbeutel schonen. Kochen – der richtige Topf. Edelstahl oder Kupfer strahlen weniger Wärme ab als Töpfe aus Emaille, benötigen daher weniger Energie. Töpfe mit verbeultem Boden setzen Energie schlecht in Wärme um, also dem Recycling zuführen. Jedem Topf seinen Deckel. Eine passende Abdeckung verkürzt den Garprozess deutlich. Um Kartoffeln mit Glaskeramikfeld ohne Deckel zu garen, wird doppelt so viel Energie verbraucht wie mit passendem Deckel. Dampfkochtopf, der Energie- und Zeitspar-Superheld. Für Speisen mit langer Gardauer bzw. größeren Mengen lohnt der Dampfdruck- oder Schnellkochtopf. Mit ihm lassen sich rund 50% Zeit und Energie sparen. So schnell war das Essen noch nie auf dem Tisch. Gulasch in 20 Minuten, Kartoffeln in 10. Nachwärme statt Dauerpower bei Elektroherden. Nach dem Ankochen bei voller Hitze frühzeitig auf eine niedrige Stufe zurückschalten und 5 bis 10 Minuten vor Ende der Garzeit den Herd sogar ganz ausschalten. Backen. Kurz vorheizen. Nur bei empfindlichen Speisen, zum Beispiel speziellen Teigen oder Filets, müssen Sie den Backofen tatsächlich vorheizen. Sparen Sie damit bis zu 20% Energie und Kosten. Alles nur heiße Luft. Beim Heiß- oder Umluftbetrieb herrscht überall eine gleichmäßige Temperatur. Die bessere Wärmeausnutzung erlaubt es, die Gartemperaturen 20 bis 30 Grad Celsius deutlich niedriger zu wählen. Dies spart zwischen 25% und 40% Heizenergie. Vorheizen ist im Heiß- oder Umluftbetrieb weitgehend überflüssig. Ein Verzicht senkt den Energiebedarf um etwa weitere 20%. Nachwärme statt Dauerpower. Wer die Nachwärme clever nutzt, spart Strom und Kosten. Einfach den Elektrobackofen 5 bis 10 Minuten vor Ende der Back- und Bratzeit ausschalten. Klappe zu! Beim Öffnen der Backofentür gehen jedes Mal rund 20% der Energie verloren. Bei modernen Elektroherden ist sogar das Grillen mit geschlossener Tür kein Problem. Wer mehrere Backvorgänge hintereinander durchführt, vermeidet doppeltes Aufheizen. Also erst den Marmorkuchen für den Nachmittag, dann die Lasagne für das Mittagessen in die Röhre schieben. Machen Sie mit, werden Sie Energiegewinner!